verlieren? Geh weg von meinem Pickel. Wir spielen heute einfach das, was Peytons erstes Auto war. Golf. Weißt du, was die hier alle mit dir gemeinsam haben? Kommt jetzt so ein schlechter Joke von wegen, wir sind alle Flaschen? Nein. Alle meine Freunde! Über mich hast du dich noch nie so gefreut wie über dein Auto. Ja, zu Recht. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich neuerdings hier so einen Bumblebee auf Wish bestellt habe, also so einen 992 GT3 und nicht mehr den 992 Turbo S, ich habe dazu auch ein Bild auf Instagram hochgeladen und ich habe einfach eine gute Quote bekommen für den hier aus München, vom Porsche Zentrum München. Ganz liebe Grüße an Joshua. Und es macht auch einfach in jeglicher Hinsicht mehr Sinn, dass ich den Turbo S verkauft habe und den GT3 gekauft habe. Ich glaube, alle Leute, die sich damit auskennen, die wissen es auch. Und es ist auch echt ein wildes Auto. Genauso wild wie ich? Nein. Kannst du ja mal anmachen, das ist heiß. Ja, das liegt an mir. POV, so sieht jeder deutsche Park aus. Ey, wenn ich bei mir auf Augenhöhe filme, sieht man nicht einfach so. Sieht man mich überhaupt noch? Na, man sieht so deine Augen. Da bin ich menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Wenn er jetzt einen Olli macht, bin ich cool. Ja, das werden wir. Das hier ist übrigens die Elbe, falls ihr euch fragt. Zirkusse sind scheiße. Alle Tiere sollten ein Recht darauf haben, frei leben zu können. So wie ich, denn ich bin das stärkste Tier von allen, oder? Was? Sag einfach ja. Ja. Wir haben jetzt hier gerade 4 Euro pro Person bezahlt fürs Minigolfen. Echt ein fairer Preis. Also ich dachte, es wäre eigentlich teurer. Auf jeden Fall sind wir gerade Planten- und Blumen-Minigolfanlage. Ich hätte nicht gedacht, dass das bei so einem Scheißwetter hier in Hamburg so voll ist. Aber gut, wir haben jetzt hier gerade unseren kleinen Strandkasten-Eimer bekommen mit so einem Zettel. 2 verschiedene Bälle, blau für alle Bahnen, weiß für das Netz, weil das ist irgendwie ein Springball. Ey, ich weiß nicht, wer sich diese Scheiße hier anguckt, ne? Andere machen Vlogs, wie die ein Haus in die Luft springen. Wir spielen Minigolf. Bahn Nummer 1. Ich als erfahrener Minigolf-Profi. Nee, warte, wir machen das anders. Man kennt dich nicht. Ich als erfahrener Minigolf-Profi zeige euch jetzt hier erstmal die Bahnen. Bahnen dürfen natürlich nicht betreten werden. Ne? Wir haben hier einen roten Pyramidenblock, einen blauen, noch einen roten und ein Loch. Von daher zeige ich euch, wie man das jetzt mit einem Schlag macht. Warum nicht Ladies first? Ja, ist doch. Da ist richtig Party. Was kannst du eigentlich? Digga, sein Ernst? Oh. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Das ist jetzt mein erster Schlag. Tada! Ja, mit einem Schlag habe ich es geschafft. Ich sage euch, ich zeige euch, wie es geht. Wie soll ich denn jetzt den Ball da rauskriegen, ohne das Ding zu betreten? Oh. Erstes Feld, Luca, ein Schlag. Peytons erster Schlag. Wird erstmal hier der Mülleimer zur Seite geschoben. Jetzt geht's los. Mal schauen, ob sie es auch mit nur einem Schlag schafft. Ich bin gespannt. Das ist. So schlecht sein. Guck mal, wir haben auch so eine perfekte Kamerahalterung. Lasst ein Like da und ein Abo und klickt auf die Glocke. Du hast schon weitergemacht? Nein, ich warte. Ach so. Zweiter Schlag von Peyton. Der war aber geschoben. Den werten wir nicht, der war geschoben. Zurück. Peyton, zurück, der war geschoben. Du darfst nicht schieben. Du darfst nicht schieben. Nee, der kommt zurück. Nein, Peyton, der kommt zurück. Du trittst doch auf die Bahn. Das ist disqualifiziert. Ich trage das direkt rein. So, nee, weiter geht's. Ach, Junge. Was? Ey, ich könnte niemals im Dschungel überleben, ne? Doch, du kannst pissen. Nehme jetzt nicht meine Hose. Ich habe mich angepisst. Bahn Nummer 2, Freunde. Ich erkläre euch doch hier wieder ganz kurz. Wir haben ein Looping, müssen da durch und dann ins Loch. Ich schwör's euch, jeder Minigolfplatz hat die gleichen Bahnen. Das ist genauso wie mit Frühlingsrollen. Habt ihr je schon mal eine andere Frühlingsrolle gegessen als bei einem anderen Laden? Bubble. Was Luca sagen wollte, jede Frühlingsrolle schmeckt einfach egal, wo man sie isst, gleich. Ja. Und jetzt mache ich den Looping. Aber ich bin durch. Das zählt natürlich nicht. Natürlich zählt das. Du hast gerade geschoben wie ein Weltmeister. Du machst mich nochmal. Klar machen wir noch. Nein, du machst das war nicht. War ja nur für Show. Dass sie sehen, wie man es nicht macht. Nee, ja? Du machst jetzt einfach neu, weil. Luca, wir sind jetzt auch schon bei Versuch Nummer 6. Ne? Wieso sind wir denn auch bei Versuch Nummer 6? Das ergibt gar keinen Sinn. Doch. Ah mit ja, dem okay, ganzen dann schon. Hey, Digga. Ihr misst die Temperatur.
Den Wind, du Idiot. Was für Temperatur. Er möchte mir den Arsch präsentieren. Und der Ball... Eine Bäume auf. Ist mir scheißegal, Alter. So eine Drecksbahn, Alter. Nie wieder gehe ich hier in Minigolf. Eine Zeit lang, als ich nach Hamburg gezogen bin, wollten Freunde von mir einen Minigolf-Trupp aufmachen, dass wir jeden Samstag hier spielen und uns so abschießen, ne? Hat nie geklappt. Ich war einmal mit, ich habe nur gesoffen. Ich habe nicht gespielt. Ich bin stopp. Warst du auf dieser Bahn schon mal? Nein. Disqualifiziert? Das ist unfair. Du hast Vorteil, weil du schon mal hier warst. Hayden, halt den Rand. Nur weil du scheiße bist. Bin ich scheiße. Eins. Hayden, zweiter Schlag hier auf der Bahn. Warum denn da zweiter? Haben wir den, ich hab's noch nie gemacht. Natürlich, gerade. Wen willst du denn verarschen? Ich film's einfach mal so. Dann hat man nicht komplett drauf. Müsst halt euer Handy drehen. Oder euren Fernseher. Disqualifiziert. Du machst da nicht weiter. Ich durfte auch nicht weitermachen. Nein, das ist... Ey, das ist einfach... Drei. Ja, da schreiben wir wieder ganz gekonnt eine 12 auf. Guck mal, sie klatschen schon für dich, Luca. Och. Erster Schlag war das. Schreiben wir auch hier wieder eine 1 auf bei der Bahn. Wir haben so viel Spaß. Schalalalala. Wir haben so viel Spaß. Bahn Nummer 4. Wir müssen da ins Loch rein und dann dahinter ins Loch rein. Auf los geht's los. Los. Ich bin der Spieler. Ich darf entscheiden, wann es losgeht. Ich hab los gesagt. Ja, okay. Und dann kommt er auch schon wieder zurück. Und dann war er auch schon weg. An dieser Stelle habe ich ehrlich gesagt einfach nur noch mein komplettes Leben hinterfragt. Ist Golf der richtige Sport für mich? Du wolltest nur den Arsch zeigen, ne? Oder sollte ich lieber bei anderen Sportarten bleiben? Es ist einfach in dem Moment alles an mir vorbeigezogen. Sag gar nichts mehr. Zack. Mach rein, ein Versuch. Real Talk, Leute. Ich glaube, wir konzentrieren uns jetzt wirklich mal ein bisschen auf Spielen. Machen den ganzen Schwachsinn jetzt mal beiseite und melden uns dann nachher mit unseren ausgefüllten Zetteln. Exakte 36 Minuten Profi-Minigolf schlechthin, meine Damen und Herren. Haben wir dann auch die 18 Bahnen der Planten- und Blumen-Minigolf-Anlage beenden können. Wir sind jetzt fertig mit Spielen. Ich zeige euch jetzt mal den finalen Score, den wir gerade ehrlich erwirtschaftet haben. Peyton hat eine Gesamtzahl von 1.045.380 und ich von 1. Es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Wenn euch dieser extrem beschissene Minigolf-Vlog gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Auf Instagram ist ein neues Bild online gegangen mit meinem Auto, von daher liked das gern. Tschüss! Tschüss!